Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder ein Cavalier Smoke Premium Tobacco, und zwar der Gaza. Premium? Das ist ja Premium. Ist nicht Luxury? Ja, Luxury ist halt dasselbe. Sagt man dasselbe auch. Entschuldigung. Ja. Der Gaza ist es. 16,90 € 200 Gramm. Zum Schnitt ist, glaube ich, alles gesagt. Sieht klasse aus. Schöne Qualität, schön hell. Wenig Äste mit drin, mittel bis fein. Eigentlich so wie ein Tabak aussehen soll, ja. Sieht Cavaliers auch aus. Haben wir ja auch schon öfters gezeigt, die Qualität des Tabaks. Richtig. Gaza ist so einer mit der gehyptesten Sorten von Cavaliers. Und wir sind jetzt auch mal in Genuss gekommen. Und ich halte sofort hier die Nase rein und es soll sein Blaubeer-Litschi. Für mich auf jeden Fall eine Blaubeere zu erkennen, eine relativ klare. Sehr, sehr scharf gestochen, würde ich ja schon sagen. Litschi kommt für mich eher in so ein Touch Rose. Also die Blaubeere ist wirklich sehr, ich würde sagen, jetzt nicht chemikalisch gehalten, chemisch. Sondern eher so süßigkeitenmäßig. So. Ja, eher Süßigkeit, nicht jetzt natürlich, aber so sehr süß gehalten. Eine süße Blaubeere. Ja. Ist auf jeden Fall keine Chemiekeule. Ja. Wie gesagt, ich rieche halt sehr stark eine Rose raus. Was für mich irgendwie da. Ja, Beispiel kann aber auch die Litschi halt sein, weil ich Litschi bisher noch nicht in den Tabak hatte. Ich hab auch noch nie Litschi gegessen oder so, um da zu sagen, ob das sein könnte. Gehen wir mal jetzt davon aus, dass es die Litschi ist. Das ist sie wahrscheinlich, aber der Ton ist halt für mich vergleichbar mit einer Rose. Richtig. Gebaut ist das Ganze in der MRG Nano Ion Carbon Rauchsäule. Tonkopf randvoll gefüllt, 3-Tonkopf-Kontakt C26 Kohlen, läuft circa so eine Viertelstunde. Und wir kommen mal zum ersten Geschmacksfazit. Bevor wir jetzt näher auf diesen Tabak eingehen und den Geschmack dazu, möchte ich euch noch auf eine kleine Sache aufmerksam machen. meineshishabox.de auf Instagram ist ein kleines neues Unternehmen. Schaut euch das mal an. Das ist so ein bisschen wie so eine Lootbox, die halt euch monatlich ein paar Sachen zuschicken mit Tabak drin und bla bla bla. Ganz interessantes Projekt, hat uns auf jeden Fall angesprochen. Wir schreiben mal mit den Jungs, vielleicht können wir in nächster Zeit euch mal was vorstellen, würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Aber die haben gerade ein Gewinnspiel am Laufen. Wir haben ja auch ein paar Gewinnspiele am Laufen, aber schaut auf jeden Fall mal bei denen vorbei auf der Instagram-Seite, da könnt ihr eine Feuerlöscher-Shisha gewinnen. Sieht ziemlich geil aus, das Teil. Guckt euch das mal an und mitmachen ist freiwillig. Ich würde sagen, wir kommen mal zum Geschmack. Also man schmeckt auf jeden Fall die Blaubeere raus. Ist wirklich eine Kühle dabei, die wirklich schön runterkühlt. Auf der Zunge gerade sehr stark. Ja, vor allem im Mundraum, nicht im Rachenraum, sondern im Mundraum kühlt es runter. Wobei ich da sagen muss, komischerweise ist da für mich so ein Menthol-Touch dabei, also so dieses Aroma, weißt du. Es ist nicht nur kühlend, sondern man merkt so ein bisschen diesen Menthol, finde ich. Ja, aber ganz leicht. Das ist halt so eine leichte, bittere Dabei-Note, weißt du. Die ist für mich nicht perfekt getroffen. Das Runterkühlen ist auf dem perfekten Grad, aber wie gesagt, dieses leicht Bittere dabei passt für mich nicht wirklich in den Flavor rein. Ja, und dieser Litschi- oder Rosenton, den wir jetzt gerade beschrieben haben, der kommt schön gepaart mit der Blaubeere. Für mich sicher schön, ja. Ja, und ist jetzt nicht so wirklich penetrant oder so, was man schon mal hatte, wenn man jetzt nur Rose geraucht hat oder so. Nee, also, wie gesagt, es soll höchstwahrscheinlich diese Litschi hier sein. Hab ab und zu mal Litschi gegessen, ich kann jetzt aber diesen Ton nicht wirklich da rein transformieren. Von der gegessenen Litschi ist auch schon ein paar Jahre her, aber wie gesagt, es ist so eine Beinote, ne, die sowas leicht Florales, Blumiges mit dabei liefert. Was aber sehr gut mit der Blaubeere auf jeden Fall harmonisiert, hast du schon sehr gut gesagt. Für mich erinnert der Blaubeerton mich sehr stark an den Adalia Blumint. Ich glaube, Blumint ist der, ne? Sehr, sehr stark. Also die Blaubeere erinnert mich wirklich daran. Also falls ihr den kennt und den auch so gefeiert habt wie ich, werdet ihr hier auf jeden Fall Spaß mit haben. Ja, Rauchverhalten wirklich bombastisch. Ja, also da kommt man, ihr es raucht wie Kohle, ne? Ja. Und ihr könnt auch nicht wirklich viel falsch machen. Also ihr könnt die Kohle nach innen, nach außen legen, der verbrennt relativ wenig. Also man sollte den halt immer von außen anrauchen. Aber er ist leicht zu handeln, also ist ein schöner Anfängertabak auch. Könnt ihr nicht viel im Koffer falsch machen, läuft in verschiedenen Setups wirklich sehr gut. Mit Vollkontakt, mit im Funnel, mit Alufolie, also könnt ihr eigentlich mit Cavaliers alles machen. Ja.
Wie gesagt, der Flavor hat eine besondere Note, finde ich. Also so an sich, diese Paarung habe ich noch nicht geraucht. Und auch so, wie es jetzt rauskommt, nicht nur vom Namen her, ist es was Neues. Ja. Man hat diese Blaubeere, die einen irgendwo dran erinnert. So. Aber es ist doch ein eigenständiger Flavor, der wirklich hier für sich spricht. Was, denke ich mal, schon eine Neuheit auf dem Markt ist. Ja. Endlich mal was Neues, was vom Standard abweicht. Muss ich auf jeden Fall die Props an den Fadi rausgeben. Habt ihr ein richtig geiles Brett gezaubert. Schmeckt mir bombastisch. Also ich könnte ihn, glaube ich, auch 2-3 Köpfe hintereinander rauchen. Ist nichts, wo ich jetzt sage, hier, gehen wir einmal die Woche oder was weiß ich. Nee, ja, ich sag mal so, wenn der jetzt so für den Sommer wäre, perfekt, weil durch diese kühle Note hat man wirklich, wenn man jetzt draußen sitzt, schön wirklich diese Kühle im Mund. Dann noch ein kaltes Getränk bei, dann läuft das. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Also, wie gesagt, dieser leicht bittere Ton ist das Einzige, wo ich hier vielleicht so einen Punkt abziehen würde, aber ja. Sonst wirklich ein richtig geiler Flavor. Also 9 von 10. 9 von 10. Also für mich geht da auf jeden Fall die Kaufempfehlung raus. Wie sieht's bei dir aus? Also mir schmeckt der auch wunderbar. Für, also wenn man jetzt mal was Neues probieren will, sollte man sich mal eine Dose holen und einfach mal ausprobieren. Ja, und generell, wenn man auch auf Blaubeer steht, ja, kann man hier auf jeden Fall nichts falsch machen. Ja, unten Facebook sowie Instagram verlinkt, schaut da auf jeden Fall vorbei. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen und morgen sehen wir uns im nächsten Video. Haut da rein und ciao.